Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Northern Lights zu Folge 2. So, ich habe jetzt mal noch mal auf die Karte geguckt und habe irgendwie festgestellt, dass ich jetzt ganz woanders bin, ne? Okay, ich habe hier auf jeden Fall drei Brücken. Gut, und Wasser in der Nähe. Ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt. Oh! Das erinnert mich ja hier jetzt. Pflanzen. Ja, kennen wir schon. Ich habe im Übrigen ein neues Spiel begonnen. Da ist ein Wildschwein. Ach du Scheiße. Wildschweine sind doch gefährlich, oder? Oh. So, wartet mal. Muss ich jetzt. Ich muss auf jeden Fall wieder sammeln. Oh, das darf ich gar nicht vergessen, ja. Steine auf jeden Fall und Holz. Ganz viel Holz. Ich weiß nicht, du siehst mir nicht gut aus, Pilz, ehrlich. Ja, Nester, alles klar, das weiß ich noch vom letzten Mal. So, Steine. Lieber mehr als genug mitnehmen. Und bekannte Beeren. Ja, Steine habe ich doch jetzt genug. Ich bräuchte Holz, Leute. Ich bräuchte Holz. So, schön einsammeln. Na, komm schon. Ah, nee, ich mag den Pilz nicht. So, Baumstamm, ja. Ist hier noch irgendwas? Beil erforderlich. Auch ja. Ich versuche nur wieder Nester und so zu finden. Und vielleicht ist es wie in Green Hell auch. Ah, da sind noch mal so eine Pilze. Sehr schön. Dass man Seile bekommt. Da, guck mal. Jetzt sehe ich das gerade schon. Und zwar in Form von Lianen oder sowas. Ja, cool. Welche Bäume sind denn das? So eine länglichen. Oh, hier auch. Oh Gott, geil. Seile. Ja. Was bist du? Chaga-Pilz? Hier ist auf jeden Fall ein Weg. So, wartet mal, jetzt muss ich mal gucken, ob ich schon irgendwas herstellen kann. So, okay, die Sachen habe ich schon gefunden. Laien hatte ich Gott sei Dank noch nicht. Fähigkeiten in Ordnung, Notizen habe ich auch noch nicht. So, hier. Steinmesser, Axt. Wunderbar. Kann ich mir noch irgendwie ein Steinschwert? Oh, nice. Handbohrer. Der hat mir, glaube ich, in der ersten Folge gefehlt. So, okay. Der hat mir. Gut, ich habe jetzt meinen Speer in der Hand. Das ist doch wunderbar. Da, Brücke. Oh, da ist ein Haus, oder? Da ist ein Haus. Oh. Erkundung. Es gibt einen Ort in der Nähe. Orte findest du am besten. Ja. Finde ich am besten, wenn ich ein Fernglas benutze. Aber mit einem Fernglas sehe ich genauso wenig. Aber Fernglas war mit V? Da, guck mal. Oh, schön. Ich habe eine Hütte gefunden. Ich gehe hier nie wieder weg. Wow. So, wo bin ich denn jetzt genau? Ich bin jetzt in der Mitte. Alles klar. Was steht da? Sauerampfer? Ich habe keine Ahnung. Okay. Wunderbar, wunderbar. Du bist einfach nur Gras oder so?
ist hier ein neuer Karteneintrag Holzfällerlager. Ich wollte gerade sagen, es ist eine Holzfällerhütte. Ach, guckt euch mal den Felsen an, wie schön. Was ist denn da? Schilder? Aha, aha, aha. Eine Sägemühle? Oder so? Körpertemperatur, ja, das habe ich noch in Erinnerung. Gut, dann. Oh, guck mal, Holzkohle. Hier war jemand. Hier war schon jemand. Kann ich hier rauf? Ja, man kommt hier rauf. Oh, cool. Zerbrochenes Glas. Okay, das Holz kann man wahrscheinlich nicht verwenden. Schade. Dann hätte ich ja auf ewig Holz. Kann man hier... Nee. Okay, gut, dann gehe ich jetzt mal rein, ne? Sonst erfriere ich ja. Beziehungsweise... Oh, guck mal. Ein Silo oder sowas. Und ein alter VW-Bus. Ein alter VW-Bus. Okay. So, ich gucke mich erstmal draußen um, ja? Ganz kurz. Kann ich hier noch... Oh, hier ist noch ein Nest. Nein, ich will das Nest haben. Ich will nicht den Baumstamm. Da. Ich war zu nah dran, offensichtlich. Okay, hier ist der hintere Eingang. Nee, dich kann ich nicht nehmen. Auf jeden Fall ist es immer gut, in der Nähe einer Straße zu sein, richtig? Ach, süß, ne? Wie hier so ein Ei im Nest hängt. Was haben wir hier? Regale. Eine Planke, okay. Eine Planke nochmal. Ist alles zum... fürs Feuerholz, ne? Also zum Verfeuern. Was? Ne, Möbel. Alles klar. Gut, dann gehen wir jetzt rein. Nehmen aber noch die Planken hier mit. Oh, es ist leicht... Was ist das denn? Ein Stromkasten? Oder... Oh, Seile! Hallo, jemand zu Hause? Wir machen mal die Tür zu. Noch mehr Planken. Achso, ich dachte gerade, das wäre ein Schlüssel. Okay, hier kann ich anscheinend nichts nehmen. Und auch nichts öffnen. Altmetall? Wozu brauche ich denn Altmetall? Fernsehen kann ich leider auch nicht anmachen. Da liegt noch was auf dem Boden, habe ich gerade gesehen. Aber wir gehen da gleich hin. Was ist denn hier? Brennholz. Oh, nice. Ja, zur Not könnte ich auch die ganzen Lager. Da ist eine Planke drin. Okay. Okay, das brauche ich aber erstmal nicht. Aha. Hier hat jemand geraucht. Altmetall, okay. Planke. Hier sind noch Seile. Hier im Schrank ist aber... Ah, ist auch ein Lager. Ach so, hier könnte ich die Seile reinpacken. Ah, ich verstehe. Die stecken da so ein bisschen. Oh, ein Schal. Genau, das war ja jetzt hier... mit der Kleidung, ne? So. Woran sehe ich denn jetzt verdammt nochmal? Wartet mal. Nehmen. Okay. Meiner ist, glaube ich, besser. Dann ernte ich den mal. Was habe ich jetzt bekommen? Seile, Stoff.
Aha. Gut. So, dann gehen wir mal hier in. Oh, hier ist das Badezimmer. Boah, ist aber auch ganz schön dreckig, ne? Lager. Was ist hier drin? Eine Planke. Okay. Hier sind so viele Planken und Altmetalle. Ja, hier sind noch Seile. Das war auch Altmetall, ne? Ja. Noch eine Planke. Noch ein Lager mit Seilen. Ja. Schlafen. Oh, ich kann hier schlafen, meine Lieben. Wie geil ist das denn? Gut, hier kann ich aber sonst nichts weitermachen. Ach so, hier ist der Ausgang, ne? Okay. Kann ich jetzt hier irgendwie ein Feuer machen oder sowas? Nee. Ich verstehe. Hier ist kein Kamin oder sowas drin. Was ist das denn für eine Hütte? Gut, ich gucke mir nochmal die Karte an. Kann ich irgendwie? Nee, man kann nur wegscrollen. Okay, mehr geht leider nicht. Alles klar. Ah, okay. Gut. Dann würde ich mal sagen, gucken wir uns noch mal ein bisschen um, solange es mir noch ganz gut geht. Schlafen kann ich ja hier, wie gesagt, also das ist ja nicht das Problem. So, das Wasser war ja hier vorne, ne? Da ist das Wildschwein. Ich hoffe, das tut mir jetzt auch nichts. Wartet mal, ich könnte ja theoretisch. Kann ich mir denn noch was craften? Wartet mal. Da. Und zwar Holzmesser, fehlende Zutaten. So eine Rinde fehlt mir. Okay. Oh, ich kann mir einen Bogen machen. Und ein Verband. Mache ich mal alles, wa? Sicher, sicher. So, Pfeile, was fehlt mir denn? Stock und Federn. Habe ich keine Federn? Nee, ne? Ich hab keine Federn. Nee, sieht nicht so aus. Okay. Dann müsste ich nochmal versuchen, hier irgendwie einen toten Vogel zu finden, ne? Wie in der ersten Folge, die hier so rumlang, so zwischenzeitlich. Sollte mich auf jeden Fall nicht zu weit entfernen, glaube ich. Okay. Wenigstens ist aber die Sicht jetzt besser, ne? Also die ist klar. Hier sind so viele Wildschweine. Oder ist es nur der eine, der jetzt gerade wieder auf die andere Seite gelaufen ist? Ich traue mich auch gar nicht, die Pflanzen so zu essen, ne? Wer weiß, was mir dann blüht. Unbekannte Pflanze, ja.
ein Häschen. Kann ich das irgendwie kriegen? Ich das jetzt getötet? Oh nein, ich habe es jetzt getötet. Ja, ich habe doch ein Messer. Moment. Oder ich nehme das Beil. Ach so. Okay. Oh, ist das übel. Was habe ich dann bekommen? Kaninchenfell, Knochen. Ja, ich gehe mal wieder nach Hause. Ich erfriere hier anscheinend schon wieder. Was heißt nach Hause, ne? Aber hey, ich habe das erste Tier erlegt. Das soll doch schon was heißen, oder? So, ich muss noch ganz viel Holz mitnehmen. Ist ja blöd, dass ich da echt keinen Kamin oder sowas habe. Oder eine Kochstelle oder so. Ich meine, da steht ja ein Herd, aber irgendwie. Das ist eine merkwürdige Hütte. Okay, wo stelle ich denn das jetzt hin? So, wartet mal. Hier, Feuer. Nee. Fallen. Hä? Ach, hier. Lagerfeuer. Wollen wir uns ein Lagerfeuer machen? Vielleicht reichen ja meine Zutaten. Woran sehe ich denn überhaupt, was ich habe? Moment. Zwölf Stöcker. Was brauchte ich nochmal? Wartet mal. Ich hab's wieder vergessen. Zwölf Stöcker hatten wir hier. Zwölf Stöcker, ja. Zwölf Stöcker und Steine, ja, werde ich schon irgendwie zusammenkriegen, denke ich. Kannst du mal bitte bauen? Oh nein, mir fehlen Steine. Das war doch keine gute Idee, das Große jetzt zu machen. Ich brauche Steine. Ich hätte schwören können, dass ich genug Steine habe. Anscheinend aber nicht. Mann, hier liegen doch ganz viele Steine. Warum kann ich die nicht nehmen? Oh, ist das übel. Das ist so übel. Energie, ja. I know. Boah, ey, so viele Steine, glaube ich, hier, ne? Und nichts kann ich davon einsammeln. Das ist so unfair. Das gibt's doch nicht. Das Spiel macht mir das nicht leicht. Da will man überleben und das Spiel will es einfach nicht zulassen.
Sag mal, es ist unfassbar. Ich finde keine Steine. Also was sagt uns das? Ich muss unbedingt Steine craften, ne? Also irgendwie sammeln halt. Oh, ich glaub's ja nicht. Ein Stein. Ja, das ist ja super. Tanzhopfen, ja. Nee, du bist wieder keiner zum Sammeln, aber du. Aber warum muss ich mir auch so ein großes Lagerfeuer jetzt machen wollen, ne? Das ist auch wieder typisch Funny halt. So, und jetzt finde ich meine Hütte nie wieder. Ich habe mich verlaufen. Nee, da oben ist der Kran, alles klar. Ah, Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, dann gehen wir mal schnell nach Hause, machen uns ein Feuerchen. Und dann werde ich mal den Hasen grillen, ne? Ich glaube, der ist ganz schmackhaft, wenn er gegrillt ist. So, Tür zu. Okay. So, also, Zünder. Ein Zünder ist das hier. So, und dann habe ich mir das da gemacht. Es hat funktioniert. Ich glaube es einfach nicht. Mein erstes Feuer. Yay! Oh, ist ja herzallerliebst. So, Gott sei Dank. Also, ich habe es doch noch nicht so ganz verlernt mit dem Craften hier. Nee, ich wollte eigentlich. Ich habe drei Kochstellen. So, Kaninchenfleisch. Hört sich doch gut an. Ja, warum ist er jetzt so, wie er ist? E benutzen? Achso, ist noch nicht fertig. So, wie kann ich denn hier wartet? E benutzt. Ah, okay, ich verstehe. Kann ich ein Ei reinmachen? Nee. Kann ich das rein? Nee, auch nicht. Ein Pilz. Auch nicht. Unbekannte Beeren? Auch nicht. Gut, was kann ich denn jetzt überhaupt hier machen? Kann ich die da hinstellen? Nahrungscontainer. Ah. Wartet mal. Nahrungscontainer. Kann ich jetzt ein Ei reinmachen? Ich muss. Ach so, ich muss Wasser, glaube ich, dingsen. So, du bist fertig. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ich traue mich, diese unbekannten Pilze gar nicht zu essen. Oh, Gott sei Dank. Unbekannte Beeren, na. Ah, super. Die geben mir sogar noch ein bisschen Energie. Super. Ah, das Ei lasse ich lieber. Was ist das jetzt hier nochmal? Verbrauchen. Oh, Gott sei Dank. Und dieser Pilz hier. Chaga-Pilz. Ja, keine Ahnung. Gut.
Gut. Wartet mal mit Tee, ne? War das? Ja, okay. Jetzt ist die Frage. Hoppala. Wie kann ich Schnee schmelzen? Also sammeln, meine ich. Nehmen. Wartet mal, ich gehe mal rein. Ich gehe mal noch mal reingucken. Vielleicht steht ja irgendwas in meinem Handbuch. Keine Ahnung. Also, passt mal auf. Unbekannte Beeren habe ich gegessen. Flüssigkeit zuvor, Kalorien, ne? Steht hier. NA. Unbekannter Pilz, Kalorienquelle, NA. Chaga-Pilz, NA, unbekannt. Ach so, weil ich das noch nicht, also nicht analysiert, nehme ich an, heißt es, weil ich das noch nicht geschmolzen habe. Wieso? Schlechtes Wetter, minus 3 Vernunft, hallo? Unbekannter Pilz, fiebersenkendes Verhalten. Ah, unbekannte Pflanze, gut, die habe ich noch nicht. Tanzzapfen. Boah, ist das übel. Unterkühlung, ja. Aber ich bin ja am Wasser, am Feuer. Also von daher. So, wartet mal. Kochen. Fähigkeit Stufe 2. Verkürzt die Kochzeit. Ja, okay. Notizen habe ich noch keine. Seile, Fichtenrinde. Von den Fichtenrinden habe ich nichts, nein. Das ist natürlich doof. Wie lange ist da mein Kaninchen haltbar? 2 Stunden. Ach Gott, so Fichtenrinde. Ah, da fehlt mir noch eine, ja. Kaninchenfell, was kann ich damit mein Kaninchenfell machen? Neue Kleidung herstellen? Nee, nur zerstören. Aha. Aus Knochen nehme ich an, kann ich eine Angel machen, ne? Ja, Gott, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber, meine Lieben, ich habe jetzt etwas gefunden, ne, wo ich mich erstmal ein bisschen aufhalten kann. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich Wasser schöpfe. Ich hätte gerne hier die Kaffeekanne. Dass man die hier nicht benutzen kann, die Kochstelle, ist unglaublich. Gut, wie dem auch sei, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und auch für eure Daumen hoch und Kommentare natürlich. Ich bedanke mich und bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dann, bye bye.